Hallo Leute, seid herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal jetzt euch. Und ja, gestern habe ich mit dem Dark Limit Extender Games aufgenommen. Ich werde diese Folge nicht hochladen, oder diese Folge ja eigentlich, weil ja, wir haben ganz schön oft gefailt. Er wird das halt zusammenschneiden, die Folgen. Und ja, das Video von ihm ist unten in der Beschreibung verlinkt bei mir. Und ja, da könnt ihr vorbeischicken, vorbeigucken, wenn ihr das sehen wollt. So. Der Grund, warum ich das Video hier mache, und zwar habe ich da bei dem Ender Games, ich habe ja auch aufgenommen, einen Hacker gefunden, und zwar den Apfelgamer AD. Und ja, den wollte ich jetzt einmal gerne reporten. Ich mag Hacker nicht, und ja, das soll halt quasi nur ein Report werden. Ihr seht jetzt einmal die Szene in einer ganz normalen Schnelligkeit, und ja. Ja, ihr seht sie jetzt. Tschö. Boah, ich hasse es, wenn Leute hacken. So, Leute, da sind wir dann auch schon wieder. Und ja. Jetzt. Seht ihr das Ganze nochmal, aber in Zeitlupe, und ja, dann muss ich jetzt gleich hier vornherein schon sagen, bei der Zeitlupe müsst ihr mal drauf achten, wenn ich das erste Mal gehittet werde, dann bewegt sich seine Faust nicht und er ist noch im Inventar. Dann, beim zweiten, also dann fährt die Hand später raus, das ist ja ganz normal. Aber dann sieht man unten auf dem Balken, dass ich schon ein Herz verloren habe und ein Schlag zieht nur ein halbes Herz. Von daher Hacker. Noch ein zweites Mal sieht man das, wenn dann ich um die Werkbank laufe. Werde ich auch gehittet, obwohl er woanders hinguckt und sich gerade sein Holzschwert da ausrüstet. Ja, daran seht ihr halt, dass es ein Hacker ist, und ja, jetzt kommt die Zeit. Der Zeitlupe jetzt verabschiede ich mich auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir noch mit einer Bewertung. Wenn nicht, dann lasst konstruktive Kritik da, so wie der King of Creations das immer sagt. Und ja, wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Ender Attack Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.